Hallo Freunde, willkommen zu Splinter Cell Conviction. Ihr habt abgestimmt, ihr wolltet eine großartige Geschichte mit viel Blut und Brutalität zu einem Mann auf Rache. Bitteschön, könnt ihr haben. Allerdings muss ich ein paar Dinge vorab noch loswerden. Das Spiel ist ab 18, kann ich gar nicht oft genug betonen. Wenn ihr mit sowas nicht klarkommt und da gibt es wirklich explizite Gewaltdarstellung, schaut euch bitte nicht an. Tut euch das nicht an, das ist es einfach nicht wert, okay? Fragt eure Eltern um Erlaubnis, ob das okay ist. Lasst die vielleicht mal ein, zwei Episoden mit angucken und lasst die entscheiden. Gute Richtlinie dafür sind ähnliche Filme, sag ich mal. Okay, jetzt da das weg ist, würde ich sagen, eine Sache noch zum Spielstand. Ich habe das jetzt schon x Male durchgespielt. Das ist kein top aktuelles Spiel. Dementsprechend, das Ganze wird bei Ubisoft in einer Cloud gespeichert. Das ist jedes Mal ein Riesenakt, den Spielstand komplett zurückzusetzen. Und nach einer Neuinstallation ist der alte Spielstand sowieso wieder da. Ich werde den Spielstand diesmal nicht zurücksetzen. Wir fangen trotzdem ganz vorne an. Lasst euch aber nicht verwirren, dadurch sind einige Dinge verfügbar. Das heißt aber nicht, dass wir sie benutzen müssen. Das heißt, wenn wir am Anfang die erste Waffenkiste aufdecken, im Normalfall sind da vielleicht zwei Schubladen verfügbar oder so und das sind drei verschiedene Waffen drin. Jetzt inzwischen sind halt alle Schubladen verfügbar und so ziemlich alle Waffen verfügbar. Wir müssen sie ja nicht benutzen, aber es ist jedes Mal ein Riesenakt, das alles zurückzusetzen und bei Bedarf wieder freizuschalten und so weiter und so fort. Wir lassen es jetzt einfach mal so, wie es ist und fangen einfach mal ein neues Spiel an. Wir gehen dazu in die Szenenwahl zum Straßenmarkt. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Das sollte, denke ich, reichen. Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Was ihr begreifen müsst, ist Folgendes. Der Sam Fisher, den ihr kanntet, ist tot. Amerika hat ihn umgebracht. Ihm zu viel abverlangt. Es einfach zu weit getrieben. Ein besoffener Autofahrer hat ihn getötet. Irgendein Arschloch, das seine Tochter überfahren hat und dann abgehauen ist. Sie war das Einzige. Das Einzige, das ihn zum Menschen gemacht hat. Seine eigenen Leute haben ihn getötet, ihn auflaufen lassen. Ihm gesagt, dass er seinen besten Freund in irgendeinem ranzigen New Yorker Keller abknallen soll. Irving Lambert starb durch Sams Hand. Und als er starb, starb auch Sam. Er ging und ließ Third Echelon und das Leben, das er kannte, hinter sich. Amerika, Apfelkuchen und all den Rest. Er stieg aus und suchte nach einem Grund dafür, überhaupt weiterzuleben. Irgendwann fand er ihn. Er hörte das Gerücht, dass der Unfall seiner Tochter vielleicht gar kein Unfall war. Er hörte einen Namen. Und er wusste, wo er suchen musste. In einem Ort namens Valletta. Auf Malta. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ein Anruf für Sie. Ihr bitte mit besten Empfehlungen der Anruferin. Ja, fantastisch. Sam? Wer ist da? Wie haben Sie mich gefunden? So schlecht bin ich nun auch nicht. Und tu bloß nicht so, als würdest du meine Stimme nicht mehr erkennen. Grim, was zum Teufel willst du? Dein Leben retten. Danach sehen wir weiter. Eine Gruppe von bewaffneten Männern ist gerade beim Markt eingetroffen. Sie suchen dich. Solltest du nicht tun, was ich dir sage, wird das ein sehr kurzes Gespräch. Ich tue gar nichts. Du verrätst mir jetzt erstmal, wie du mich gefunden hast. Wir sind Third Echelon. Wir sehen alles. Sieh einfach mal nach oben. Und was sehe ich da? Da, dann guck halt nach. Ein Hubschrauber? Oder sowas? Könnte, ich sehe es. Könnte auch eine Drohne sein. Ja, endlich wieder auf sichere Höhe bringen und du kannst abhauen. Auf sichere Höhe, so wie das Ding leuchtet, musst du das über die Wolkendecke bringen. Ich sehe mehrere Gegner, die sich deiner Position nähern. Und du sitzt da auf dem Präsentierteller. Im Markt gibt es ein paar Stände, die dürften dir genügend Deckung bieten. Ganz wie in alten Zeiten, hm, Grim? Ganz wie in alten Zeiten.
Hast du was dabei? Ja, aber ich werde bei all den Leuten hier ganz sicher keine Schießerei riskieren. Das ehrt dich, aber im Augenblick ist meine größte Sorge, wie ich dich da lebend rausbekomme. Sieh zu, dass du zu den Ständen kommst, sonst kann ich dir nicht helfen. Ja. Nicht hetzen. Wir müssen ja nicht rennen. Wir müssen hier nur weg. Fängt ja schon mal ganz gut an. Gut. Dann wollen wir dich mal näher an die Ziele im Helm ranbringen. Wechsle von Deckung zu Deckung, bis du den Gepäckstand erreicht hast. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Ich bin da. Sekunde. Ich hack mich ins Stromnetz und leg die Transformatoren mit einer Spannungsspitze lahm. Dann wird's dunkel. Das ist ein toller Trick. Wenn das nur gehen würde. Sarah, schrei nicht so. Ich bin doch auf dem Weg. Na, meine Kleine, was ist los? Ich hab Angst im Dunkeln. Es ist gruselig. Mach das Licht wieder an. Naja, mit dem schwingenden Vorhang da und so. Gar nicht irgendwie verstehen. Komm schon, Schatz. Es gibt nichts, vor dem man im Dunkeln Angst haben müsste. Manchmal ist Dunkelheit toll. Zum Beispiel, wenn man schlafen will. Ich kann auch mit Licht schlafen. Gut, machen wir es halt wieder aus. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Wenn es hell tolles ist, Spiel. Kannst du nicht sehen, was im Dunkeln ist. Wenn es dunkel ist, siehst du deine Umgebung viel besser. Wirklich? Wirklich. Wenn also ein Monster oder böse Menschen da sind, siehst du sie. Und weil es dunkel ist, sehen sie dich nicht. Aber ich sehe dich doch auch nicht. Mach das Licht wieder an. Okay. Ich habe noch was. Eine tolle Sache, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Echt? Zeig sie mir. Okay, pass gut auf. Wenn du im Dunkeln bist und deine Augen sich erstmal daran gewöhnt haben, kannst du die Dinge um dich herum gut sehen und alles Mögliche mit ihnen anstellen. Was denn? Wirf mal einen Blick auf dein Mobile. Du kannst es doch gut sehen, oder? Wenn da jetzt Monster drunter wären, mein Schatz, dann könntest du es vielleicht einfach auf sie fallen lassen. Und weg wären sie. Sie wären nicht mehr böse, weil es ihnen auf den Kopf gefallen ist? Ganz genau, Schatz. Wo wir gerade von auf den Kopf gefallen reden. Daddy möchte, dass du im Bett bleibst, okay? Er macht nur die Tür zu und ist sofort wieder zurück, in Ordnung? Okay, hab dich. Das wär's, Sam. Schön dunkel, so wie du's magst. Weil das alles, Mann? Du baust Scheiß und versteckst dich dann? Blödes Arschloch! No, no, no. Das ist jetzt aber arg fies. Hab ich das verdient? Hältst du dich für zäh? Du und ich, wir sind noch nicht fertig miteinander. Zäh bin ich nicht. Bin ziemlich geschmeidig. Aber ich hab mehr drauf als du. Du baust Scheiße und versteckst dich dann. Klar. Sinn und Zweck der Geschichte, oder? War das schon alles? Ich warte auf dich. Da musst du nicht mehr lange warten. Nur mal kurz umdrehen, ich bin nämlich okay, hinter dir. Du warst zuerst am Zug, aber jetzt bin ich dran und ich sag doch, ich bin hinter dir. Mach nicht sowas. Da schreckt man sich zu Tode. Siehst du, schon bist du tot umgefallen. Du hast die Hütte ausgesucht. Du hast gesagt, das wird ein Spaziergang. Ich habe gehört, dass es hier Orden und so einen Scheiß gibt. Und dass die Alte, die hier wohnt, heiß ist. Sollen wir warten, bis sie nach Hause kommt? Und ein bisschen Spaß haben. Na Scheiße, Mann! Ja. Kommt mit ausgestreckter Hand und Pistole auf einen zugerannt, dass es eindeutig eine Drohung, Selbstverteidigungsgesetz gilt. Gute Nacht. Vielleicht nicht unbedingt Verhältnismäßigkeit der Mittel, aber Amerika. Die haben das eigene Haus betreten, damit sind sie freiwillig. In manchen Staaten zumindest. Was hast du mit ihnen gemacht, denn? Im Sam Fischerland zum Beispiel. Nicht hinsehen. Was hast du gemacht, Daddy? Was ist los? Sam, rede mit mir. Sam, hörst du mich? Ja, laber dich nicht voll. Nicht schlapp, uns läuft die Zeit davon. Grim? Da bist du ja. Sie haben Verstärkung geholt. Anscheinend ist der Kerl, der bei ihnen das Sagen hat, unter ihnen. Wenn du es schaffst, ihn zu erreichen, helfe ich dir dabei, ihn zu identifizieren. Desert Eagle. Verdammt viel Durchschlag. Sehr starke Waffe. Dafür ein kleines Magazin, weil irgendwie die Riesenmumpeln müssen ja auch irgendwo in den Griff passen. Außerdem ist das Ding höllenlaut. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, laut ist nicht unbedingt nützlich hier.
macht eigentlich diese ganze Sache? Kobe. Müssen wir unbedingt für den arbeiten? Nö, müsst ihr nicht. Ich kann euch sofort entlassen, wenn ihr wollt. Mehr oder weniger fristlos. Ich habe den Knaben identifiziert, Sam. Er heißt Dmitri Gramkos. Ist der Anführer einer Gang, die sich für die unterschiedlichsten Aufträge anheuern lässt. Für wen arbeitet der Mann gerade? Frag ihn doch einfach. Glaub, das werde ich tun. Siehst du was? Nein. Nein. Scheiße. Gut, den hier können wir ablegen. Der ist vermutlich längst vom Hinterausgang raus. Und wir stehen hier nur noch für die Vollidioten. Quatsch. Die Rückseite wird bewacht. Er muss hier entlang kommen. Hoffentlich kommt er, bevor wir eingeschlafen sind. Wo versteckt der Kerl sich nur? Vielleicht beim Schmuckstand? Nee, zu wenig Deckung. Er muss irgendwo hier sein. Vielleicht ist er ganz in der Nähe. Wenn er in der Nähe wäre, würden wir ihn sehen. Macht ihn fertig, Scheiße! Ich verschwinde! Ich verschwinde! So schnell kann's gehen. Leute, kein offenes Feuer, wenn Feuerwerkstände hier vor uns sind. Wollt ihr, dass wir alle in die Luft fliegen oder was? Mensch, denkt doch mal ein bisschen mit, ihr hättet mich umbringen können. Es ist so schwer heutzutage, vernünftige Gegner zu finden. Klopf, klopf. Hey, suchst du Arschloch mich? Ich hätte noch ein paar Fragen. Ich fange an, mich zu langweilen. Wer hat dich geschickt? Ich sage dir kein verdammtes Wort! Nicht sehr clever. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Au, das wird eine Narbe hinterlassen. Okay. Okay, genug. Du willst wissen, wer mich geschickt hat? Corbin. André Corbin. Handelt mit Drogen, Waffen, mit allem, was die Leute so wollen. Das reicht mir nicht. Warum will Kobe mich umlegen? Wenn ich rede, tötet er mich. Das ist ja... Irre bin ich auch? Au, das gibt 7 Jahre Pech. Das könnte gezippt haben. Er saß am Steuer. Er hat eine Tochter angefahren. Hat damit angegeben. Hat gehört, dass du ihn suchst und mich bezahlt, damit ich dich umlege. Solltest ihm sein Geld zurückerstatten. Wo finde ich den Kerl? Ich kann dir nicht. Ich kann. Du kannst. Ich kann nicht wohnen in der Ich will nicht Straße. Ich habe nichts gesehen, Mann, ich schwöre es. Ha, wir haben das Blindenklo erwischt, haben wir ein Glück. Im alten Museum in der King George Street. Da wohnt er. Es stehen Wachen davor und an den Seiten. Sag ihm nicht, dass du es von mir hast. Warum sollte ich sowas Gemeines tun? Richtig, das wäre total fies. Von mir hast du es nicht, aber ich ahnte die ganze Zeit, dass Sam dort landen würde. Alle miesen Geschäfte auf Malta liefen über dieses Anwesen. Es war Cobins zentrale Schaltstelle. Er hatte den Laden in eine Festung verwandelt. Was der Schuppen, um ehrlich zu sein, schon vorher war. Corbin hat da nur noch ein paar Typen mit automatischen Waffen und nervösen Zeigefingern reingestellt. Klingt gut. Doch Sam wusste, dass Corbin da drin war. Und dass dieser etwas über das Schicksal seiner Tochter wissen könnte. Sam würde hineinkommen. Ganz egal wie. Wir müssen uns nur noch überlegen, welchen Weg wir nehmen. Ganz frech die Vordertür oder so ein bisschen Schleichweg durch die Fenster vielleicht? Mit einem langen Schnorchel könnten wir auch durchs Klo hochtauchen. Sam Fisher kann alles. Sam Fisher ist die härteste Sau diesseits des Äquators. Ich glaube, der macht sogar Adam Jensen platt. Augmentierung hin oder her. Guckt nur mal, wie er es dem Autospiegel besorgt hat. Naja. Neuer Trick. Wir lernen das ganze Spiel hindurch immer wieder neue Tricks, kriegen neue Ausrüstung und erlangen neue Fähigkeiten. Auch mit einem alten Spielstand wie meinem hat man nicht alles von Anfang an. Besonders Ausrüstung muss man sich erst noch verdienen. Waffen behält man. Aber, ja, so viel kann ich mal verraten. Später können wir durch Wände gucken und so ein Zeug.
Das können wir jetzt natürlich noch nicht. Kann ich mir auf den Kopf stellen. Wird nichts. Und ja, das unter den Türen durchgucken wird auch noch etwas besser. Dauert allerdings auch noch eine Weile, bis wir da die bessere Version kriegen. Bisher müssen wir uns mit einem Spiegel begnügen. Und der ist irgendwie kaputt gegangen. So, wir wollen den da hinten eigentlich. Ach, Navy Seals, die Laschwappen. Na. Hallo? Na also. Macht euch keine Sorgen, der schläft nur. Sam war früher mal Physiopraktiker. Der hat ihm einfach nur den Hals wieder eingerenkt. Dem geht's eigentlich gut. Er war nur müde, ist ja schließlich schon nachtschlafende Zeit. So, da können wir ein bisschen Gas geben. Ja, bin richtig stolz auf dich, Sam. Was haben wir denn da? Schon wieder eine Diegel. Braucht doch kein Mensch so ein Ding. Eine Schrotflinte. Ja, die ist bestimmt sehr leise und ausgesprochen subtil. Wir bleiben erstmal bei einer einfachen Pistole mit einem einfachen Schalldämpfer. Die ganzen Lichter hier gefallen mir überhaupt nicht. Machen wir mal aus. Solange das Ganze hier so in Schwarz-Weiß unterwegs ist, sind wir für die Gegner unheimlich schwer zu sehen. Die müssten fast auf uns drauftreten, besonders wenn wir im Schleichmodus sind. Wenn wir natürlich schnell laufen, dann wird es nicht so einfach, aber... Jetzt müssen wir ihn wohl erledigen. Hast du gesehen, was Corbin an Medikamenten will? Der frisst das Zeug wie Bonbons. Vielleicht braucht er einen neuen Geschmack. Nein, ich meine die Liste. Er hat alles auf eine verdammte Munitionskiste geschrieben. Na und? Was will er denn diesmal? So gut wie alles. Koks, Oxycontin. Sind das Betäubungsmittel für Pferde? Der schmeißt sich das Zeug nach dem Frühstück ein und spült den Krempel damit Whisky runter. Das klingt gesund. Naja. Futsch ist futsch. Muss man sich keine Sorgen mehr machen. Da hätten wir das. Welche Spielsachen hattet ihr denn dabei? Schon wieder eine Diegel. Eine Skorpion. Das ist eine Schnellfeuerwaffe. Allerdings eine Primärwaffe. Das heißt, wir müssten die Schrotflinte dafür eintauschen. Im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle. Wir bleiben ohnehin erstmal bei der Pistole. Die ist nämlich wahnsinnig nützlich für Sam Fisher. Hey, Kundschaft. Da jetzt rauszurennen wäre vielleicht ein bisschen fatal. Dann schlägt der Alarm und die sind selten alleine. Sollten wir vielleicht nochmal hier gucken. So, scheint noch relativ dunkel zu sein. Da oben ist ja nirgendwo Licht. Das ist immerhin mal eine Ansage. Aha. Wer waren die Arschlöcher überhaupt? Keine Ahnung. CIA, KGB, was weiß ich, waren in Russland dabei. Ach du Scheiße! Das mit den Zielen markieren kann man nicht immer machen. Also markieren können wir sie. Automatisch ausschalten können wir sie effektiv nur, wenn wir vorher jemanden im Nahkampf erledigt haben. Ihr seht unten rechts die Waffe, die wir ausgewählt haben, mit dem aktuellen Munitionsstand im Magazin. Und oben drüber sind zwei kleine Pfeile nach links. Das heißt, unsere aktuelle Waffe lässt uns zwei Ziele markieren. Mehr nicht. Und ja, sobald wir jemanden im Nahkampf ausgeschalten haben, können wir diese markierten Ziele dann ganz leicht eliminieren. Nicht sehr nett, aber wir könnten mal gucken. Das ist ein Fußschalter. Der zuckt so komisch mit dem Fuß, weil er damit den Lichtschalter bedient. Ah, Fischer ist toll. Ups. Ein bisschen verfehlt, aber macht nichts. Der Türrahmen, ja, Entschuldigung. Der Fensterrahmen
war sowieso baufällig. Wir können ja ordentlich sein und wieder zumachen. Jo, so viel dann erstmal zum Eingangsbereich. Ich meine, wir haben es ja relativ gut geschafft hier rein, von wegen Festung. So, das ist unser Waffenversteck. Wie schon angekündigt, das ist ein älterer Spielstand. Wir haben hier verschiedene Schubladen mit verschiedensten Waffenoptionen. Wir bleiben für den Anfang mal auf der Standardwaffe. Die besseren, würde ich sagen, nehmen wir dann erst im späteren Spielverlauf. Wir können vielleicht ein bisschen durchrotieren, bis wir dann zu meiner Lieblingswaffe kommen. Wir haben verfügbare Punkte. Für Dinge, die wir im Spiel erreichen, kriegen wir Punkte. Was weiß ich, leises Ausschalten, Kopftreffer, Anschleichen, Nahkampf und so weiter. Wenn wir uns im Schatten verstecken, nachdem wir entdeckt wurden, spielen wir Katz und Maus mit den Gegnern. Wir sehen nämlich transparent, wo wir entdeckt wurden und das bleibt auch dort. Und die KI versucht immer dorthin zu kommen, um uns zu überwältigen. Da können wir schön drum rumlaufen. Wir finden später Blendgranaten und ähnliches Spielzeug. Damit können wir die KI ablenken oder unsere Gegner. Also das ist sehr vielseitig. Die meisten Erfolge habe ich schon freigespielt, deshalb werden die nicht laufend eingeblendet, aber wir kriegen trotzdem noch Punkte dafür. Und für diese Punkte können wir die einzelnen Waffen aufrüsten. Ihr seht, die Standardwaffe habe ich nicht aufgerüstet bisher, weil ich die ehrlich gesagt kaum benutzt habe, aber für das Let's Play machen wir das jetzt einfach mal. Wir kaufen ein etwas größeres Magazin. Das schließt zwar nicht mehr so schön bündig ab, aber hat ein bisschen mehr Mumpel im Magazin, das ist fantastisch. Dann können wir ein Laserzielgerät kaufen. Das hilft uns ein bisschen, die Kopftreffer leichter zu setzen. Und wir können Holzspitzmunition kaufen, die macht etwas mehr Schaden. Ihr seht hier oben, Feuerkraft wird etwas erhöht. Und so können wir bei dem Spielstand einfach mal die Standardwaffe benutzen, bis wir ein bisschen fortgeschritten sind. Nach einer Weile würde man auch diese hier finden. Das geht sogar relativ schnell. Die ist auch wahnsinnig stark. Und ihr seht hier auch Magazingröße und Markierungen. Das heißt, mit der Standardwaffe können wir nur 2 Ziele markieren. Mit der nächstbesseren Waffe können wir schon 3 Ziele markieren. Desert Eagle wieder nur 2, dafür hat die halt ein kleines Magazin, extrem viel Feuerkraft. Meine Lieblingswaffe, falls ihr euch fragt, ist diese hier unten. Die habe ich auch schon ganz gut benutzt. Macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber wie gesagt, am Anfang lassen wir es mal dabei. Jetzt wollt ihr bestimmt auch sehen, was in den anderen Schubladen ist, oder? Ja, habe ich mir gedacht. Hier unten haben wir jede Menge Spielsachen, die wir, obwohl es ein alter Spielstand ist, erstmal nicht benutzen können. Das sind Blendgranaten, Fragmentgranaten, Haftminen, Annäherungsminen, Haftkameras, die sogar Signale machen, um die Gegner anzulocken, die man fernsteuern und sprengen kann. Man kann die als Kamera eben auch schwenken und hat dann so Bild im Bild, kann die überwachen und so Gänge im Auge behalten, um sich den Rücken selbst freizuhalten etc. Wahnsinnig nützlich. Wir haben auch EMP-Granaten, um Lichter auszuschalten oder Sensoren bei Gegnern zu stören. Wirklich viel Spielzeug. Was wir aber auch jetzt erst nach und nach freigeschalten kriegen. Das hier ist eine Schublade für Bonuswaffen, die man im Ubisoft-Shop quasi kaufen kann. Für gewisse Erfolge bei Uplay-Spielen bekommt man Uplay-Punkte. Und für diese Punkte kann man sich dann nach und nach Bonuswaffen freischalten. Das heißt, wenn ihr andere Ubisoft-Spiele habt und jede Menge Punkte und ihr fangt ein neues Spiel an, könnt ihr euch das Ding hier quasi sofort kaufen. Kann auch 3 Ziele markieren, hat ein Magazin, kann auch aufgerüstet werden etc. Ähnlich ist das hier. Das ist auch aus dem Uplay Shop. Das könnte man theoretisch mit ein paar Punkten auch von Anfang an haben. 2 Markierungen, Magazingröße 30. Ihr seht schon extreme Werte, aber nicht schallgedämpft. Damit schlagt ihr quasi im ganzen Level Alarm. Die Schrotflinte, die haben wir bereits. Dann haben wir hier noch jede Menge Spielsachen. AKs findet man relativ früh im Spiel. Die M4 ist auch so ein Standardgewehr. Das G36 ist ein bisschen spätere Ausführung, findet man nicht sofort. Das hier ist, muss ich sagen, meine absolute Lieblingswaffe. Allerdings kriegt man die erst verdammt spät im Spiel, weil die von sehr hochwertigen Gegnern quasi fallen gelassen wird. Und so haben wir eben verschiedenste Waffenoptionen. Die Scorpion hatten wir gerade eben schon bei einem Gegner. Und da sind wir dann schon wieder bei den Pistolen. Also wir hätten eigentlich schon richtig viel Auswahl, aber für den Anfang würde ich sagen, wir beschränken uns mal auf die Dinge, die das Spiel uns sowieso geben würde. Sonst haben wir einfach unfaire Vorteile, gerade am Anfang. Gut, und dann würde ich sagen, das war's auch schon für die erste Episode. Macht schon, je eher wir das aufgeladen haben, desto eher können wir es den Amerikanern zum Flughafen bringen. Ja, finde ich super. Wie gesagt, für heute mal Feierabend. Ich würde sagen, wir haben ganz guten Anfang gemacht. Ihr seid so ein bisschen in der Story drin. Wir sind im ersten Anwesen.
Und ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.